Ja, hallo, hier ist wieder Ralf Suhr aus der Natur. Und heute möchte ich euch mal eine neue kleine Maschine vorstellen. Einen sogenannten Rübenschnitzer. Den haben wir uns gekauft, um auch per Hand einfach mal Biomasse für die Biogasanlage herzustellen, falls es mal keinen Strom mehr gibt und der Generator mal gerade ausgefallen ist. Haben wir uns dieses Teil hier gekauft, und zwar ist das so eine kleine mechanische Rübenhäckslermaschine. Und wie das funktioniert, das zeige ich einfach mal. Gucken da noch mal eben kurz rein. Also hier ist so eine kleine Trommel, und die hat hier so Ausbuchtungen und kleine Zähne, und durch diese Handkurbel hier kann man die Trommel bewegen, und das die Biomasse kleinschnitzeln. So, wie das funktioniert, zeige ich jetzt mal kurz anhand dieser Äpfel von meinem Nachbarn, die ich geklaut habe. Häckseln wir jetzt mal klein, um sie für die Biogasanlage vorzubereiten. Ich glaube, so kann man das ganz gut sehen, ne? Also. Also die Äpfel, die waren nicht vom Baum gepflückt, sondern die waren eben halt schon runtergefallen, also Fallobst. Und bin ich mal eben zum Nachbarn gegangen, so Streuobstwiese, hab einen Rucksack voll mit Äpfel gesammelt. Menge, die da zusammenkommt. Das werde ich jetzt mal noch ein bisschen mehr pürieren mit dem Pürierstab, um da richtig Apfelmus draus zu machen. Und dann haue ich das so direkt in die Biogasanlage. So, jetzt habe ich hier so ein Philips Mixer 600 Watt. Mal gucken, ob das im Turbogang hier klein ist. Wasser. Thank you.
Apfelsatz. Und noch ein bisschen Apfelpampe. Pferdescheiße. Ein bisschen vorgegärt. Das ist natürlich ganz genial. Blubbert auch schon richtig gut.